Brought you Quack. Ich saß Anfang des Jahres mit einem Freund in so einem Kaffeeladen, also Kaffeetrinkladen, wo man so guten Kaffee kriegt. Haben uns da vor der Arbeit getroffen miteinander, weil wir über Gemeinde reden wollten. Und wir haben uns die Frage gestellt, Gemeinde so für die kommenden Jahre, mal so eine ganz grundlegende Perspektive. Wo muss man da einen Schwerpunkt hinlegen? Wir sind manchmal so, wir treffen uns da einfach und reden über solche Themen, ja, losgelöst von all dem, was aktuell gerade in der Gemeinde passiert. Wo muss es hingehen? Und wir hatten ein Thema vor Augen und waren ein bisschen erschrocken, weil das Thema heißt Verfolgung. Wir waren uns irgendwie klar, wenn wir als Gemeinden weitergehen wollen, dann müssen wir uns darauf vorbereiten, dass es irgendwie wieder schwieriger wird. Dass man in Deutschland, wenn man als evangelikaler Christ einfach nur mit Jesus leben will, dass man da ein Stück weit nicht mehr so ernst genommen wird. Vielleicht auch Ausgrenzung erfährt. Erfahren muss, dass man in eine Ecke gestellt wird. Ob man dahin gehört oder nicht, wird gar keine Rolle spielen. Man wird erstmal dahingestellt. Und als uns das klar wurde, da dachten wir, was könnte eine Gemeinde vorbereiten auf so eine Sache, auf so ein Thema? Und das, was eine Gemeinde vorbereitet, der Brief im Neuen Testament, der sich mit diesem Thema am meisten vielleicht auseinandersetzt, das ist der erste Petrusbrief. Und den wollen wir gemeinsam betrachten auf dieser Bibelwoche, die heute beginnt. Und ich möchte mit euch lesen 1. Petrus, Kapitel 1, Vers 1. Wir werden heute so einen Einstieg wagen in diesem Brief, damit ihr ein klein bisschen versteht, worum es dabei geht. Da heißt es, Petrus, Apostel Jesu Christi, den Fremdlingen von der Zerstreuung von Pontus, Galatien, Kappadokien, Asien und Bithynien, die auserwählt sind. Petrus schreibt an Christen und er nennt diese Christen Fremdlinge. Fremdlinge von Pontus, Galatien, Kappadokien, Asien und Bithynien. Wenn ihr nicht genau wisst, wo das liegt, da kann man auch heute noch Urlaub machen, nur nicht unter dem Namen. Da müsste man so Richtung Türkei, Schwarzes Meer, so die Ecke. Wenn ihr da hinfahrt, seid ihr da, wo diese Leute gerade leben. Und wenn Petrus sie Fremdlinge nennt, dann meint er das in einem doppelten Sinn. Er sagt, ihr seid Fremdlinge im bildlichen Sinn. Ihr gehört als Christen gar nicht so sehr zu dieser Welt. Ihr habt, wie jemand es sagte, eine doppelte Staatsbürgerschaft. Aber, und das ist bei den Leuten, die den Brief bekommen, besonders interessant, sie waren im wörtlichen Sinn Fremdlinge. Dazu muss man Folgendes wissen. Die Römer haben im ersten Jahrhundert alles kolonisiert, was sie so erobern konnten. Und wenn man so eine neue Kolonie hatte, dann musste man diese Kolonie auch irgendwie besiedeln. Wie besiedelt man eine römische Kolonie? Und römische Kaiser waren da, wie ich fand, wenig einfallsreich, aber sehr effektiv. Man siedelt einfach in den neuen Kolonien, da gibt es ja schon Städte irgendwie lebt da schon jemand so ein bisschen. Man siedelt da so an, was man hat. Freigelassene Sklaven zum Beispiel, Freiwillige, Veteranen, ja, die so im Krieg gekämpft haben. Und wenn man merkt, ich habe da so eine Provinz und die ist irgendwie noch nicht voll genug, naja, dann weise ich einfach eine unliebsame Gruppe aus Rom aus. Ja, also ich überlege mir, wen möchte ich in der Stadt eh schon die ganze Zeit loswerden? Und das waren 49 nach Christus die Juden unter dem Kaiser Claudius. Und Claudius sagt, ihr lieben Juden, tschüss, raus. Und weil man damals noch nicht sauber unterschieden hatte zwischen Judenchristen und Heidenchristen, also das Christentum von außen betrachtet eine jüdische Splittergruppe war, deswegen mussten alle Judenchristen damals, 49 nach Christus, Rom verlassen und dahin gehen, wo man sie angesiedelt hat, ob die dahin wollten oder nicht. Und an die zwangsumgesiedelten Fremdlinge in Pontus, Galatien, Kappadokien, Asien und Bithynien, an Christen, die sich plötzlich, ohne dass sie sich das vorher überlegt haben, in einer ganz neuen Umgebung wiederfinden, wo man sie auch nicht haben will, an diese Leute schreibt Petrus.
Er schreibt ihnen, weil er genau weiß, dass sie es dort, an dem Ort, wo sie leben, nicht leicht haben. Dass es ihnen geht, wie das halt mit Fremden so ist. Ja, man wollte sie einerseits in Rom nicht haben, aber da, wo sie der Kaiser hinschickt, stehen die Leute ja auch nicht mit offenen Armen da und sagt, schön, dass ihr endlich da seid, ja, wir haben immer schon auf euch gewartet. Das ist ja auch nicht so. Frage, was ist die Schreibabsicht vom ersten Petrusbrief? Und da möchte ich mit euch ganz ans Ende des Buches geben. Man kann die Schreibabsicht in biblischen Büchern oft ganz am Anfang oder am Ende finden, selten mittendrin. Beim ersten Petrusbrief finden wir die Schreibabsicht ganz hinten. Und wir müssen 1. Petrus Kapitel 5 einfach die letzten drei Verse lesen, um zu begreifen, warum Petrus diesen ganzen Brief schreibt. Da sagt er, ich lese das mal vor, durch Silvanus, den treuen Bruder, wie ich denke, habe ich euch mit wenigen Zeilen geschrieben. Das ist lustig, das sind 5 Kapitel und ihr müsst mehrere Seiten lesen, aber es sind wenige Zeilen. Ja. Habe ich euch mit wenigen Zeilen geschrieben und euch ermahnt und bezeugt, dass dies die wahre Gnade Gottes ist, in der ihr steht. Es grüßt euch die Miterwählte in Babylon und Markus, mein Sohn, grüßt einander mit dem Kuss der Liebe. Friede euch allen, die in Christus sind. Also, worum geht es in dem ganzen Brief? Petrus sagt, ich schreibe euch, damit ihr eine Sache versteht. Wenn ihr in eine Lebenssituation hineinkommt, die geprägt ist von Ärger, von Misstrauen, vielleicht von Schlimmerem, wenn ihr ungerecht behandelt werdet und leidet, obwohl ihr doch eigentlich nur das macht, was Jesus sagt, dann taucht die Frage auf, ist das wirklich Gnade? Ist das der Wille Gottes, was ich jetzt hier durchmache? Bin ich irgendwie noch richtig, wenn mir das alles passiert? Und die Antwort von Petrus hier, die Antwort lautet, ja, der möchte seine Leute ermutigen, er möchte ihnen sagen, bleibt standhaft, das, was euch passiert, auch wenn es sich vielleicht erst einmal nicht so anfühlt, aber das, was ihr da erleidet, dies ist die wahre Gnade Gottes. Ihr habt nichts falsch gemacht, ihr habt nichts falsch verstanden. Weiter so. Und deswegen schickt er durch Silvanus diesen Brief. Den Silvanus, den kennt ihr aus der Apostelgeschichte, mit seinem mehr griechischen Namen Silas. Und er hängt Grüße an, die für uns ganz kryptisch klingen. Es grüßt euch die Miterwählte in Babylon. Und dann auch noch hier Markus, das ist wahrscheinlich der Johannes Markus aus der Apostelgeschichte. Und wenn er davon spricht, dass er sein Sohn ist, eher sein geistlicher Sohn als sein leiblicher Sohn. Miterwählte in Babylon, das muss ich euch erklären. Was ist das? Gemeint ist hier eine Gemeinde, und zwar die Gemeinde, wo Petrus sich aufhält. Und er hält sich nicht wirklich in Babylon auf, sondern Babylon ist ein Bild für Exil. Davon, dass ich nicht zu Hause bin. Vielleicht wissen die Empfänger, wo Petrus steckt. Vielleicht wissen sie es nicht. Er deutet es jedenfalls nur an, weil er ist selber ein Fremdling. Er schreibt als ein Fremdling an Fremdlinge. Und wenn ihr die Apostelgeschichte gelesen habt, dann wisst ihr, Petrus war im Gefängnis. Und Petrus ist aus dem Gefängnis geflohen und er muss selber aufpassen, wie er mit seinem Leben klarkommt. Er ist ein Fremdling. Die Empfänger sind Fremdlinge. Wir sind Fremdlinge. Wir haben ein Bürgerrecht im Himmel und da gehören wir eigentlich hin. Und für eine Weile sind wir hier auf der Erde. Und der erste Petrusbrief dreht sich um die Frage, wie sollen wir Christen uns verhalten, wenn wir abgelehnt werden? Wenn man uns als Fundamentalisten, vielleicht als Ewiggestrige beschimpft, wenn man unser Denken, unseren Glauben verspottet, wenn man uns ausgrenzt, uns medial in den Medien durch den Kakao zieht, wenn eine Gesellschaft immer unverhohlener zum Ausdruck bringt, dass wir eigentlich nicht gewollt sind. Was sollen wir dann tun? Wie geht man damit um? Und wir müssen begreifen, das will der erste Petrusbrief uns mitgeben, dass wenn diese Dinge passieren, dass wir sicher sein können, wenn das passiert, dass wir nicht aus der Gnade gefallen sind, dass wir sicher sein können, hier passiert nichts,
wo Gott plötzlich etwas durch die Finger gleitet und er kann irgendwie seine Gemeinde nicht mehr festhalten. Sondern das, was wir da erleben, das ist nochmal das Zitat, dass dies die wahre Gnade Gottes ist, in der ihr steht. Es ist keine leichte Botschaft, 1. Petrusbrief, aber eine sehr ehrliche Botschaft. Und deswegen beginnt Petrus am Anfang mit dieser Spannung, die er in 1. Petrus 1, Vers 1 und 2 beschreibt. Eine Spannung, die fast größer nicht sein könnte. Ich lese nochmal 1. Petrus 1, Vers 1 und 2. Petrus, Apostel Jesu Christi, den Fremdlingen von der Zerstreuung von Pontus, Galatien, Kappadokien, Asien und Bithynien, die auserwählt sind, nach Vorkenntnis Gottes des Vaters, in der Heiligung des Geistes, zum Gehorsam und zur Blutbesprengung Jesu Christi, Gnade und Friede werde euch immer reichlicher zuteil. Petrus. Muss man viel über Petrus sagen? Ich glaube nicht. Also Petrus gehört zu den Charakteren in der Bibel, die sind einfach schön. Ja, Jünger der allerersten Stunde, engster Kreis der Jesus-Nachfolger. Kaum ein Ereignis in den Evangelien, wo Petrus nicht mit dabei ist. Ja, Petrus, der Fels, auf den Jesus seine Gemeinde bauen will. Er beweist diese herausragende Stellung. Wir haben das vor ein paar Wochen erst in der Predigt gehabt. Er beweist es an Pfingsten, wenn er die Pfingstpredigt hält, die erste und die zweite, wenn 3000 Menschen gleich nach der ersten Predigt zum Glauben kommen, wir merken, boah, was für ein Mann. Auf der anderen Seite, er bringt zwar das Evangelium hinein in die Welt, sogar über die Schwelle des Heidentums, indem er Cornelius, den römischen Hauptmann, besucht, aber er ist gleichzeitig auch ein sehr sympathischer Typ, weil er nicht immer alles gleich versteht. Ja, der sagt schon mal Sachen, die ihm zu schnell rausrutschen. Und kriegt dann so eine verbale Ohrfeige, wenn Jesus dann zu ihm sagt, tritt hinter mich, Satan. Denkst du, ja. Er ist jemand, der sagt, wenn alle dich verleugnen, ich verleugne dich nicht. Ja, ich krieg das schon auf die Reihe, mach dir keinen Kopf, ja. Ich bin der Gute hier. Und er muss dann merken, dass er es doch nicht ist. Ich finde ihn unglaublich sympathisch. Ich mag ihn, weil ich sehen kann an ihm, wie Gott mit Menschen, die vielleicht sich selber manchmal ganz falsch einschätzen, die auch nicht immer so alles durchblicken, wie man sich das wünscht, ja, wie Gott mit solchen ganz normalen Menschen Gemeinde baut. Wir hatten als Gemeinde letztes Wochenende Gemeindefreizeit und wir haben einen Missionar von New Tribes Mission eingeladen. Und das war auch so ein Typ, so ein ganz einfacher. Und er hat uns als Gemeinde einfach begeistert, weil er erzählte, wisst ihr, ich bin nichts Besonderes. Ja, es fällt mir gar nicht so leicht, zu euch zu reden. Ja, ich bin hier so, bin Handwerker, ja, bin Maschinen, so ein Typ, der so Maschinen wieder repariert. Ja, und ja, ich habe mir auch nicht leicht getan mit dem Sprachenlernen. Ja, aber wir haben das gemacht und wir sind da in den Busch gegangen. Ja, und irgendwie ein paar Jahre später waren die alle gläubig. Und du denkst dir, hallo? Ja, es ist so schön, wenn man so diese Normalos einfach erlebt, die Gott benutzt. Die sich das erlauben dürfen, dass sie an einer bestimmten Stelle versagen und Fehler machen, weil Gott sagt, darauf kommt es mir gar nicht an. Ich sehe doch dein Herz und das ist viel interessanter. Und das Herz von Petrus stimmt. Und er hat ein Herz, was schlägt für Menschen. Was schlägt für Menschen, die in Verfolgung stecken, die unter Druck geraten sind, wo er merkt, boah, hoffentlich halten die das aus. Die haben alles zurücklassen müssen. Ihr dürft euch das ja nicht so modern vorstellen. Ja, so, du packst hier deinen Umzugswagen, ja, oder wenn du ein bisschen weiter verreist, ja, vielleicht hier so eine große Metallkiste, ja, steckst da all dein Hausrad rein und dann fährt der LKW woanders hin, sondern was halt so auf den Esel passt. Und der Rest bleibt irgendwie zurück. Und du kommst dann auch nicht irgendwo an, wo du sagst, ja, wollen wir uns hier ein schönes Häuschen kaufen, suchen wir uns mal einen Makler, der wird uns schon ein Häuschen besorgen. Sondern du kommst halt irgendwo an, auf einem Marktplatz und denkst dir, super. Und du kommst nicht alleine da an, sondern mit all den anderen, die da auch ankommen. Und ihr müsst euch alle da so irgendwie zurechtfinden. Und alle machen euch klar, wir brauchen euch nicht, wir haben auch vorher ohne euch ganz gut gelebt. Super. Und an solche Leute, wo Petrus merkt, ich bin auch so ein Einfacher. Ich weiß, wie es sich anfühlt, wenn man Dinge falsch macht. Ich weiß, wie normales Leben sich anfühlt. Ich bin nicht in meinem Elfenbeinturm, wo ich denke, ich kann hier so ein bisschen theologisch theoretisieren. Ich bin da draußen, ich bin einer von euch. Ich bin auch irgendwie auf der Flucht. Ich weiß, wie das ist, wenn man von Gemeinde zu Gemeinde geht und nicht so weiß, klappt das oder klappt das nicht. Ich weiß, was es heißt zu hungern. Ich weiß, was es heißt zu beten und nicht zu wissen, ob die Rechnung aufgeht mit Gott.
Und ich schreibe euch als ein solcher, um euch zu ermutigen, in der schwierigen Situation durchzuhalten. Und da schreibt er natürlich mit der Gewissheit, Petrus, Apostel Jesu Christi. Er ist ein Apostel. Und der Begriff Apostel ist mit Autorität verbunden. In der frühen Kirche kam nichts an die Autorität eines Apostels heran. Auch die Kirchenväter, die dann so nach den Aposteln geschrieben haben, haben immer klar gemacht, dass sie eine niedrigere Stellung, eine niedrigere Autorität haben als die Apostel. Das, was ein Apostel gesagt hat, das war von allergrößtem Gewicht. Und jetzt startet Petrus hier und vielleicht ist euch das schon mal aufgefallen, der Anfang von Briefen ist manchmal schwer zu verstehen. Der ist fast zu dicht. Das ist, es gibt manchmal, ich weiß nicht, ob ihr das so kennt, es gibt Lutschbonbons, wo man irgendwie ewig lang drauf rumlutschen kann. Also die sind so hart, ja, wenn man die sich in den Mund steckt, das braucht einfach ewig, bis die weggehen. Oder es gibt so Schokobonbons, die so hart sind, dass man sie erstmal weich lutschen muss, bis man langsam so die Zähne reinschlagen kann. Es ist einfach zu dicht. Oder ich hatte ja Geburtstag letzten Donnerstag und meine Tochter hat mir einen Kuchen gebacken, weil ich mir einen Schokokuchen gewünscht habe. Und sie brachte also einen ganzen Schokokuchen, lächelte mich an und sagte, 2 Esslöffel Mehl. Und der Rest war Schokolade, Zucker, Fett. Das ist so, davon kannst du nur ganz wenig essen. Also da reichen 3 Gabeln voll mit einem Glas Milch und du denkst dir, war lecker. Ja? Viel mehr vertrage ich jetzt nicht. Und so geht das hier mit den Texten auch manchmal. Wenn so ein Brief startet, das ist so eine dichte Packung. Ja? Das ist so gestopft und da kann man auf 2 Versen könnte man jetzt problemlos 2-3 Stunden rumkauen und würde immer noch was rauslutschen können. Wir haben aber nur jetzt den Rest dieser Predigt dafür Zeit. Deswegen müssen wir fast ein bisschen durchhuschen. Aber wenn du denkst, boah, das ist mir, der sagt eigentlich viel zu viel. Stimmt. Stimmt, er sagt eigentlich viel zu viel. Weil er eine enorme Spannung aufbauen möchte. Eine Spannung dazwischen, dass er sagt, auf der einen Seite seid ihr wirklich Fremdlinge. Ihr seid Fremdlinge nicht nur in diesem abstrakten Sinn als Christen auf der Erde, die darauf warten, dass das Himmelreich irgendwann anbricht. Dass diese Zeit irgendwann endlich vorbei ist. Dass der Herr wiederkommt und sein Reich sichtbar aufrichtet und wir einmal durchatmen und sagen, boah, geschafft. Sondern hier sind Fremdlinge in dem Sinne, dass sie an einem Ort wohnen, wo sie kein Bürgerrecht besitzen, wo jeder Dödel mit ihnen ein bisschen machen kann, was er will. Wo sie genau wissen, wir werden hier nicht fair behandelt. Weder auf einem Markt, wo wir einkaufen, noch vor dem Richter, wo wir unsere Sache zur Sprache bringen. Nirgendwo. Wir sind in der Nahrungskette ganz unten. Wir sind die, die man nicht haben will. Das ist die eine Seite. Und jetzt hält Petrus dagegen den Begriff, ihr seid Auserwählte. Wow. Also auf der einen Seite Bürger 2., 3. Klasse, Unerwünschte, das Gegenteil von Traumschwiegersohn, in der Welt ein absoluter Niemand, aber vor Gott auserwählt. Auserwählt. Ich musste dem Begriff etwas sagen, damit wir ihn klarer verstehen. Auserwählt hat im Neuen Testament sehr viel damit zu tun, dass jemand in den Augen eines anderen unglaublich kostbar und wertvoll ist. Wenn ich von meiner Frau spreche als meiner Auserwählten, dann will ich nicht sagen, ich hatte da 5 und dann habe ich mich halt entschieden. Ja, so. Nee, wenn ich sage, meine Frau ist meine Auserwählte, dann bringe ich zum Ausdruck, sie ist für mich, sie ist der Schatz meines Lebens. Sie ist die eine, die ich liebe. Sie ist die eine, die mein Herz gefangen hat und die ich nie wieder loslassen möchte. Das heißt Auserwählte.
Im gleichen Sinne verwendet das Alte Testament diesen Begriff in Jesaja 42, Vers 1. Wenn der Messias beschrieben wird, wenn das Verhältnis von Gott dem Vater zu Gott dem Sohn beschrieben wird, und wir haben das dann auch im Neuen Testament, wenn der Vater zum Sohn sagt, du bist mein geliebter Sohn, vielleicht erinnert ihr euch an das, sagt er dreimal, ja, du bist mein geliebter Sohn. Und da kann man im Griechischen übersetzen, du bist mein auserwählter Sohn. Das steht da. Also zweimal steht, wenn das übersetzt wird, du bist mein Geliebter, und einmal steht Auserwählter. Weil diese Begriffe, etwas zu lieben und etwas ist auserwählt, ganz eng beieinander, ist quasi dasselbe. Hier, Jesaja 42, Vers 1. Siehe, mein Knecht, den ich halte, mein Auserwählter, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Hier spricht Gott, der Vater, über Gott, den Sohn, und sagt, wenn ich den Sohn betrachte, wenn ich den Messias betrachte, dann, boah, da fällt mir einfach nichts ein. Der hat mein Herz geraubt. Dem gehört meine ganze Liebe. Und wo das mitschwingen darf, an der Stelle sprechen wir davon, dass etwas auserwählt, wir werden das in 1. Petrus 2, ja, da steht auserwählt, kostbar ist. Und jetzt verstehen wir auch, warum Gott uns als Auserwählte ansprechen kann. Weil Jesus der Auserwählte ist. Und wenn wir an Jesus glauben, dann passiert in diesem Moment, wo wir das tun, in unserem Leben ein Wechsel. Dann sind das vorher Leute, bevor sie glauben, die stehen vor Gott und haben keinen Frieden mit Gott, gehören nicht zur Familie Gottes. Da ist eine Distanz zwischen mir und Gott, das ist meine Sünde. Und in dem Moment, wo ich glaube, wo ich Jesus in mein Leben einlade und sage, Herr Jesus, komm, in dem Moment wird diese Distanz zwischen Gott und mir weggenommen. Und ich bin plötzlich Teil der Familie Gottes. Und Gott sagt, ich sehe in dir all das, was Jesus, was mein Sohn Jesus getan hat. Ich sehe seine Heiligkeit in dir. Ich sehe seine Gerechtigkeit in dir. Wenn ich dich anschaue, liebe ich dich, wie ich ihn liebe. Und du bist mir so kostbar, so auserwählt, wertvoll, wie mein eigener Sohn. Du bist Teil dieser Familie. Mach dir das immer wieder klar. Und wir merken, das macht sich schwer klar, wenn es einem vielleicht im Alltag nicht so gut geht. Wenn man denkt, boah, hier ist keiner, der mich irgendwie lieb hat. Hier bin ich immer derjenige, der den Kürzeren zieht. Und deswegen baut Petrus am Anfang diese Spannung auf. Ich weiß nicht, wie es dir in deinem Alltag als Christ geht. Und vielleicht ist das, was ich denke, was vor uns liegt, vielleicht kommt das nie. Aber vielleicht kommt es schneller, als wir denken. Aber das nächste Mal, wenn du den Eindruck hast, so ein kleiner, so ein unwichtiger, so ein Kümmerling zu sein, so ein Niemand, so einer, über den man lacht, einer, den man nicht ernst nimmt, dann schau hier hin und schau dir an, wie Petrus sagt, ja, das stimmt, ihr seid Fremdlinge. Da kann man nichts dran ändern. Ihr steht in dieser Situation drin. Das wird sich jetzt nicht ändern. Aber ihr seid gleichzeitig Auserwählte. Wenn du quasi Gott fragen würdest, sag mal Gott, wie stehst denn du zu denen? Dann würde Gott sagen, das sind meine Helden. Das sind meine Kinder. Das sind die, die schaue ich an, und für die bin ich gestorben. Für die werde ich leben. Für die werde ich einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen. Ja, die sind mein Augapfel. Wehe, wenn einer es wagt, sie zu bedrücken, wehe. Ich stehe 100% auf ihrer Seite, und meine Liebe kann man denen nie wieder wegnehmen. Das ist das, was Gott sagt. Egal, wie wir uns fühlen. Petrus bringt das noch ein bisschen genauer. Er sagt, wir sind auserwählt nach Vorkenntnis Gottes des Vaters. Das heißt, das, was sie durchmachen, und was ihnen mit Sicherheit nicht schmeckt, Gott weiß es. Und eigentlich heißt das noch mehr. Gott wusste es vorher. Hier steht nicht, dass Gott es vorher bestimmt hat, sondern es geht hier darum, dass
bevor etwas passiert, Gott schon weiß, was in deinem Leben sich zuträgt. Ich weiß nicht, ist das für dich tröstlich? Das ist so ein Mischmasch, oder? Also, es ist so, man könnte im ersten Moment denken, das ist gar nicht so tröstlich. Ja? Wenn Gott vorher das weiß, warum macht er es dann? Ne? Hätte er doch gleich was tun können, wenn er es vorher weiß. Ist doch so, oder? Ist das nicht die Frage, die hochkommt, wenn Gott es schon vorher weiß? Ja? Wir werden uns mit dieser Frage beschäftigen müssen, weil im ersten Petrusbrief es auch steht, dass manche Dinge, die uns nicht schmecken, nötig sind, beziehungsweise der Wille Gottes sind. Dass Gott uns in Situationen hineinschickt, von denen wir nicht sagen würden, hätte ich gern, wo er aber sagt, ich schon. Und das, obwohl er kein Interesse daran hat, dass wir leiden. Gott weiß vorher, was passiert. Und für mich ist es doch tröstlich, weil ich dann nämlich sagen kann, okay, egal was kommt, nie wird der Moment eintreten, wo Gott sagt, habe ich nicht gewusst, boah, habe ich übersehen, ey, das tut mir jetzt echt leid. Ja, also was weiß ich, irgendwas, ja, du machst irgendeinen Blödfug, irgendwas passiert, ja. Und stell dir vor, Gott würde dastehen und sagen, echt, ist dir passiert? Habe ich gar nicht mitgekriegt. Das wäre viel schlimmer, als wenn mir Gott sagt, du, ich wusste das vorher und ich wollte das. Ich habe das bewusst zugelassen. Wenn wir mal ein bisschen länger Zeit haben, dann nehme ich mir mal 1000 Jahre Zeit und erkläre dir in Ruhe, wie das alles zusammenhängt. Im Moment ist einfach an der Stelle nicht die Zeit, das zu Ende zu erklären, aber du kannst sicher sein, nichts passiert, was ich vorher nicht gewusst habe. Und mich tröstet das irgendwie. Mich tröstet das wirklich, weil ich mir sage, okay, wenn Gott weiß, was kommt, dann weiß er auch, wie er mich durch diese Zeit hindurchbringen kann. Weil, wenn man genau liest, heißt es ja, nach Vorkenntnis Gottes des Vaters, das ist dann nochmal eine zweite Betonung, er ist nicht nur ein Gott, der allwissend ist und alles kennt, was kommt, sondern er kennt es als Vater. Der Vater in der Bibel ist einer, der Verantwortung für seine Familie übernimmt, ist einer, der beschenkt, der vorbehaltlos liebt, ist einer, der mir eine Perspektive gibt im Leben. Das ist biblisches Vatersein. Und wenn ich weiß, dass Gott mein Vater ist, ist übrigens das Thema, wo ich glaube, dass die meisten modernen Christen Probleme mit haben. Es ist irre, wie wenig Christen begriffen haben, was es heißt, dass wir einen Vater im Himmel haben. Einen, der wirklich um unser Wohl zutiefst besorgt ist, der weiß, wie es uns geht in dieser verrückten Welt und der gleichzeitig sagt, ich liebe dich mit einer Liebe, die absolut bedingungslos ist. Ich stehe quasi immer mit offenen Armen da und du kannst dich jederzeit in diese Arme hineinwerfen. Ich möchte dir nur Gutes tun. Ich möchte dir für dein Leben genau das schenken, was du brauchst. Ich bin der dir die Perspektive und die Orientierung geben möchte, die du in deinem Leben brauchst, um deine Berufung zu finden. Und wenn du das glauben kannst, ich habe wirklich einen Vater im Himmel. Und vielleicht müssen wir uns von unseren eigenen Vatererfahrungen manchmal so ein Stückchen, ein bisschen loslassen. Vielleicht waren unsere eigenen Väter nicht so in Gottes Sinn gute Väter. Und wir neigen dann dazu, das, was wir an Vaterschaft erfahren haben, auf Gott zu übertragen und sagen, also wenn Gott so ist, dann will ich lieber nichts mit ihm zu tun haben. Dann müssen wir loslassen und müssen wieder an bedingungslose Liebe glauben und müssen daran glauben, dass einer es wirklich gut mit uns meint, dass einer weiß, was Sache ist, dass einer bereit ist, an meiner Seite durch jede Schwierigkeit hindurchzugehen. Oder wir hatten das gestern in der Jugend mit einem ganz anderen Bild, da ist einer bereit, mitten im Sturm, wo um mich herum das Chaos tobt, zu sagen, komm, wir gehen da durch. Und ich kann den Sturm jetzt nicht wegmachen oder ich will ihn nicht wegmachen. Aber was ich will dich und dich und dich, ich will dich befähigen, an meiner Seite durch diesen Sturm auf übernatürliche Weise hindurchzugehen. Ich will, dass du wandeln kannst, wie ich gewandelt bin, weil ich bin Gott und du bist mein Kind und ich krieg dich hier durch. So, das ist das, was wir begriffen haben müssen, wenn wir verstehen, dass wir Auserwählte sind, dass nichts, was uns passiert, Gott überrascht
Und dass wir in jeder Situation 100% sicher sein dürfen. Da ist einer, der mich einfach nur liebt. Und er hat nicht nur diese Perspektive des Vorwissens, er hat eine zweite Perspektive, da heißt es, in der Heiligung des Geistes, in der Heiligung des Geistes. Und das ist eine Perspektive, die mir persönlich sehr schön gefällt. Wir müssen uns ja die Frage stellen, warum geschieht Leid auf der Welt? Was macht das für einen Sinn, dass Christen leiden? Und wir werden diese Frage nur beantworten können, wenn wir begreifen, dass Leid Bestandteil eines größeren Prozesses ist. Dass Gott mit uns nicht nur vorhat, uns durch diese Welt irgendwie durchzukriegen, sondern dass Gott vorhat, dich an der Stelle, wo du bist, zu verändern und dich zu gebrauchen. Er hat das mit Jesus getan. Über Jesus heißt es in Hebräer 5, Kapitel 5, die Verse 7 bis 9. Hebräer 5, die Verse 7 bis 9 über den Herrn Jesus. Der hat in den Tagen seines Fleisches, als er auf der Erde lebte, sowohl Bitten als Flehen mit starkem Geschrei und Tränen dem dargebracht, der ihn aus dem Tod erretten kann. Und ist um seiner Gottesfurcht willen erhört worden. Das ist ein ganz starkes Wort. Jesus auf der Erde hat gelitten. Starkes Geschrei und Tränen. Und wir sind hineingetreten in die Fußstapfen eines Messias, der gelitten hat. Und der seine Not zum Vater gebracht hat. Und dann heißt es, und er lernte, obwohl er Sohn war, an dem, was er litt, den Gehorsam. Jesus hat gelernt. Wenn man will, Jesus stand in einem Lernprozess. Wir stellen uns Jesus manchmal als 100% perfekt vor. So als gäbe es, der wäre immer so ein bisschen über allem anderen. Ja? Alles, nichts überrascht ihn, in jeder Situation völlig souverän. Das stimmt schon, er ist souverän. Aber der Text sagt, er litt an dem, was er lernte an dem, was er litt, den Gehorsam. Und wir sind in der gleichen Aufgabe. Wir haben in dieser Welt etwas zu lernen. Die Bibel nennt das Heiligung. Gott möchte dich verändern. Er möchte deinen Charakter verändern. Er möchte, dass du passend wirst für deine Berufung. Und das ist etwas, was der Heilige Geist in uns erst hervorbringen muss. Deswegen sind wir Auserwählte. Wir sind solche, die vom Vater gekannt werden, geliebt werden. Wir sind aber gleichzeitig hineingestellt in einen Veränderungsprozess, wo das Böse, was uns passiert, obwohl es uns nicht schmeckt, dazu beitragen muss, dass in uns passiert, was Gott möchte. In Römer 5 heißt es mal, wir können uns sogar an den Schwierigkeiten, an den Trübsalen freuen. Warum? Weil wenn ich durch eine Schwierigkeit mit Gottes Hilfe durchgehe, lerne ich ausharren. Und wenn ich genug ausharren gelernt habe, lerne ich Charakterstärke. Und wenn ich Charakterstärke, wenn ich wirklich Festigkeit in Gott gelernt habe, dann macht das meine Freude im Blick auf das, was kommt, nur noch größer. In der Heiligung des Geistes. Der Heilige Geist ist an dir am Arbeiten. Und das wird uns Petrus zeigen, was das praktisch bedeutet in diesem Brief. Und dann zum Schluss, weil das Ganze, dass Gott an uns arbeitet, dass Gott weiß, wie es uns geht, dass er heute an uns am Arbeiten ist, das hat ein Ziel. Und dieses Ziel wird hier beschrieben mit Begriffen aus dem Alten Testament. Zum Gehorsam und zur Blutbesprengung Jesu Christi. Das Ziel Gottes in meinem Leben ist, dass ich Teil werde des neuen Bundes, lebendiger Teil des neuen Bundes. Im Alten Testament wurde der alte Bund folgendermaßen eingeweiht. Da war man am Berg Sinai, Gott hat die Gebote gegeben und dann kommt das Volk zusammen und dann werden die Gebote vorgelesen. Und das Volk wird gefragt, wollt ihr das halten? Ja. Und dann passierte was total Ekliges, dann wurden Tiere geschlachtet. Und dann hat man Blut auf die Leute gespritzt. Niemand hat auf euch Blut gespritzt und ich habe das jetzt auch nicht vor, keine Angst. Nur diese beiden Aspekte, die zu einem Bund dazugehören, dass ich sage, ja Gott,
ich will das tun, was du sagst. Und dass Gott diesen Bund einsetzt, indem er ein Opfer bringt, das meine Sünde im Alten Testament bedeckt und im Neuen Testament sühnt. Das gehört zusammen. Das heißt, die Tatsache, dass wir Auserwählte sind, hat damit zu tun, dass wir von Gott gekannt in die Heiligung hineingestellt sind als lebendige Bestandteile des neuen Bundes, wo wir in unserer Taufe zu verstehen gegeben haben, wir wollen ein neues Leben führen. Wir wollen wirklich gehorsam leben. Und wo wir dieses Bild der Blutbesprengung auf uns angewandt haben, nicht im wörtlichen Sinne, sondern für uns ist das Blut geflossen am Kreuz, da wo Jesus für uns verblutet ist. Und wir haben uns auf dieses Blut Jesu eingestellt. Wir haben gesagt, das ist das Blut, das meine Sünde wegnimmt. Das ist das Blut, das mich reinigt. Das ist das Opfer, was Gott gebracht hat, damit ich mit ihm wieder Frieden finden kann. Und jetzt kommt Petrus und sagt, denkt daran. Denkt daran. Ihr seid unglaubliche Menschen. Ihr seid Menschen mit einem Ziel. Ihr seid Menschen, in dem der Geist Gottes wirkt. Ihr seid Menschen, die Gott, der Vater, kennt. Nichts, was euch geschieht, geht an Gott vorbei. Alles hat ein Ziel. Und es ist eingebunden in dieses grandiose Ziel, Gemeinde zu sein. Einen neuen Bund mit Menschen zu bevölkern. Und dann schließt er diese einleitenden Gedanken. Gnade und Friede werde euch immer reichlicher zuteil. Das ist das, was ich euch wünschen möchte. Das ist das, was ich uns wünsche, wenn wir gemeinsam 1. Petrus studieren. Gnade, Gottes unverdiente Gunst, da wo er uns beschenkt, werde euch immer reichlicher zuteil. Lasst es zu, dass ihr immer tiefer versteht, was für beschenkte Menschen in einer verrückten Welt ihr seid. Und Friede werde euch immer reichlicher zuteil. Das ist Gottes Shalom. Das ist diese Ruhe, in die Gott uns hineinführt, wo ich immer weniger abhängig werde von dem, was um mich herum passiert. Und immer mehr meinen Frieden finde in Gott und aus der Stärke dieses Friedens heraus hineinwirken darf in der Kraft des Heiligen Geistes in eine Welt, die mich dringend braucht, obwohl sie mich ablehnt, obwohl sie mich nicht haben will. Und das wünsche ich uns. Und da wünsche ich uns, dass der erste Petrusbrief, wenn wir da morgen Abend 19:15 miteinander anfangen, dass uns das ein oder andere Licht aufgehen lässt und uns zeigt, dass was damals real war. Der Gott, der damals gewirkt hat, ist derselbe, der heute noch unter uns ist und der uns genauso zu Siegern machen will, wie er damals die Empfänger dieses Briefes zu Siegern gemacht hat. Amen.